SWR 2 Zeitwort. Röntgen wollte das einfach mal mit untersuchen und hat sie gebeten, die Hand hinzuhalten. Das hat etwas länger gedauert, man weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich so zwischen 10, 15, vielleicht auch 20 Minuten. Eine kleine Weile für Bertha, aber eine große Entdeckung für die Menschheit. Was Dietbert Hahn, Radiologe und Vorsitzender des Röntgenkuratoriums zum Erhalt der Röntgengedächtnisstätte in Würzburg beschreibt, ist Ende des 19. Jahrhunderts nicht weniger als eine Sensation. Das war wahrscheinlich eine der wichtigsten Entdeckungen für die Medizin, weil man damit erstmals in den Menschen hineinschauen konnte, ohne ihn aufschneiden zu müssen. Am 22. Dezember 1895 hat Konrad Wilhelm Röntgen buchstäblich schwarz auf weiß, was Zeitungen wenig später weltweit als diagnostischen Durchbruch verkünden. Es ist dem Professor gelungen, eine menschliche Hand zu fotografieren, wobei sich nur die Knochen zeigen, während das Fleisch unsichtbar ist. 6 Wochen zuvor hatte Röntgen das Strahlenphänomen zum ersten Mal beobachtet, zufällig, als er mehrere 10.000 Volt durch eine luftleere Röhre jagte und Kathodenstrahlen erzeugte. Er wollte eigentlich Fluoreszenzuntersuchungen machen, die ja mit Kathodenstrahlen durchaus damals üblich waren. Dabei hatte der Physikprofessor aber etwas Sonderbares bemerkt. Reste eines neuen Fluoreszenzmittels in mehreren Metern Entfernung leuchteten auf. Und dann hat er das Ganze abgedeckt mit schwarzem Karton und es hat weiter geleuchtet. Dann hat er ein Buch dazwischen gehalten, es hat weiter geleuchtet. Dann hat er eine Holzplatte dazwischen gehalten und immer noch ging die Strahlung durch. Und da wusste er, wie er später geschrieben hat, das ist eine völlig neue Art von Strahlung, die bisher keiner beschrieben hat. Die Nachricht der sensationellen Entdeckung geht um die Welt. Röntgen selbst bezeichnet das Phänomen als X-Strahlen, wobei X für das Unbekannte steht. Doch schnell setzt sich der Begriff Röntgenstrahlen durch, was ihrem bescheidenen Entdecker eher unangenehm ist. 1901 wird Röntgen für seine bahnbrechende Entdeckung in Stockholm mit dem ersten Physik-Nobelpreis überhaupt geehrt. Allerdings hält der Wissenschaftler dort weder eine Dankesrede, noch nimmt er das Preisgeld an, sondern stiftet es der Uni Würzburg. Er war ein relativ zurückhaltender, aber ich glaube auch sehr sozial eingestellter Mensch, was man auch später daran gesehen hat, dass er auf Drängen vieler gesagt hat, nein, er will seine Entdeckung nicht patentieren lassen, sondern die soll die ganze Menschheit zur Verfügung haben, weil Forschung für den Menschen ist. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts wird geröntgt, was das Zeug hält. Die dazu notwendigen Apparate sind leicht herzustellen, was zu allerhand kuriosen Experimenten führt. Radiologe Dietbert Hahn. Ein Scheich hat seine Diener untersuchen lassen, weil er wissen wollte, ob die auch Wirbelsäulen haben. Es gab, man würde heute sagen, Partys, wo die Leute sich gegenseitig geröntgt haben oder am Durchleuchtungsschirm sich angeschaut haben, wie sieht der andere denn innen aus. Jetzt bitte einmal tief einatmen und die Luft anhalten. Heute weiß man, dass die radioaktive, genauer ionisierende Strahlung beim Röntgen Krebs auslösen kann und schützt Patienten entsprechend. Auf Röntgenstrahlen basiert auch die Computertomographie. Beide sind für die medizinische Diagnostik unentbehrlich. Heute werden Röntgenapparate aber auch zur Gepäckkontrolle an Flughäfen verwendet oder um Farbschichten alter Gemälde zu untersuchen. Das alles hat Wilhelm Konrad Röntgen nicht gewusst, als er die Strahlen entdeckt hatte, aber vielleicht geahnt. Wir werden sehen, was wir sehen. Der Anfang ist gemacht. Die Weiterentwicklung wird mit der Zeit folgen.